würde sagen, wir probieren mal eine Runde, wo hatte ich es gesehen? Pinball Dreams aus. So, auswählen, spielen. Ah. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, der ersten Ausgabe der Amiga 500 Spielzeit mit Andira. Das bin ich. Ja, und heute ist es eine Premiere für mich, denn ich stelle euch hier auf meinem Kanal, bei dem sich bisher alles um den Commodore 64 gedreht hat, ein neues System vor, nämlich den Amiga. Es ist nicht nur die erste Ausgabe der Amiga 500 Spielzeit, sondern auch gleich eine Hardware Edition. Und zwar zum The A500. Die Aussprache, die habe ich jetzt schon öfter anders gehört, je nachdem, mit wem man sich unterhält. The A500 oder The R500 oder einfach Amiga 500 Mini. Ganz egal, wie ihr wollt. Ich glaube, da weiß jeder gleich, worum es geht. Publisher ist Retro Games Ltd. Und die haben ja auch schon den The C64 Mini und Maxi und den The VC20 auf den Markt gebracht. Der Amiga Mini, ihr seht ihn schon im Hintergrund, habe ich den Karton schon eingeblendet. Der kam Ende 2021 auf den Markt, also vor etwas über einem Jahr. Und ich habe mir den damals dann gleich vorbestellt, weil mich das System sehr interessiert hat und habe das Gerät auch als einer der ersten bekommen. Ich habe das dann hier auf dem Kanal öfter mal im Nebensatz erwähnt und die Leute waren ganz interessiert und wollten, dass ich das Ding auspacke. Ich hatte aber nie so richtig die Motivation, aber jetzt endlich ist es soweit. Ich habe das Ding ausgepackt und es ist sich oft von euch gewünscht worden, unter anderem von Annabelle. Grüße gehen raus an dich, wenn du das hier siehst. Und heute ist es endlich soweit. Das Besondere wird sein, dass wir das Ganze nicht durch eine Amiga-Brille sehen, sondern ich komme ja vom Commodore 64 her und ich selbst, ich hatte nie einen Amiga und deshalb möchte ich das auch mit meiner Commodore 64 Brille sehen und auch immer wieder Vergleiche ziehen, auch besonders hier, weil es um den Mini geht, auch zum The C64 Mini und von mir aus auch zum Maxi. Ich hatte damals einen Commodore 64, bin mit denen in den 80ern aufgewachsen und meine Eltern haben viel Geld rein investiert in die ganze Peripherie. Das waren ja nicht nur Joysticks, sondern auch Floppy-Laufwerke, jede Menge Programme, aber vor allen Dingen auch Spiele, einen Drucker und was weiß ich was alle noch. Und als dann der Amiga auf den Markt kam, hatte ich natürlich Lust auf den Amiga und da haben meine Eltern gesagt, nein, das ist zu teuer, den gibt's jetzt nicht, du hast dieses teure System, was ich aus heutiger Sicht auch verstehen kann. Ich selber hatte im Freundeskreis nur eine Handvoll, wenn überhaupt, Freunde, die den Amiga hatten, unter anderem einen Apothekersohn, Kind aus reichem Hause, und der hatte dieses Gerät und ich weiß, wir sind dann mal da gewesen und haben Spiele auf dem Amiga gespielt und die super tolle Musik und auch vor allen Dingen die Grafik, die haben mich damals fasziniert. Aber so richtig ist der Funke nie übergesprungen und auch der Dämpfer von meinen Eltern, dass ich das Ding halt nicht bekommen habe, sondern gleich vom C64 den Sprung auf den PC gemacht habe, für Studium damals, hat das dann ja so für mich aus den Augen verlieren lassen. Aber zurück zum Amiga 500 Mini. Retro Games, die werben auf ihrer Seite mit folgenden Features: Neuinterpretation des Amiga 500 Heimcomputers, zusätzliche Advanced Graphics Architecture des Amiga 1200, natürlich alles perfekt emuliert, Plug and Play, HDMI-Output mit 720p mit 50 oder 60 Hertz, 3 USB-Ports, das ist cool, das ist auf jeden Fall einer mehr als damals der Mini hatte, als der auf den Markt kam. Denn USB-Ports, die kann man ja, ihr wisst das, wenn wir Peripherie anschließen wollen, nicht genug haben. Und 25 klassische vorinstallierte Amiga-Spiele. Außerdem kann man diese freezen und Spielstände speichern und die Benutzung eigener Software durch einen USB-Stick ist auch noch gegeben. Ja, jetzt werdet ihr euch fragen, was erwartet euch jetzt in dieser Ausgabe der Amiga 500 Spielzeit? Also auf jeden Fall werden wir, ich habe es schon hier in der Hand und im Hintergrund ja auch eingeblendet, das Paket, das werden wir auf jeden Fall unboxen. Das heißt, wir packen es aus und gucken uns das ganze Zubehör an, was so dabei ist. Wir schließen das Gerät natürlich auch an und machen die Ersteinrichtung zusammen, sprich wir konfigurieren das Gerät. Danach gibt es einen ersten Überblick über die Menüs und wie sich das Ding so
anfühlt und steuern lässt. Und wir gucken mal in die 25 Spiele rein. Vielleicht kommen wir sogar dazu und spielen eins an. Starten wollen wir mit dem Unboxing. Ich hatte euch ja gesagt, dass ich das Ding damals vorbestellt habe und den Originalkarton vom Versender, den habe ich dann auch kurz vor Weihnachten ausgepackt, weil meine bessere Hälfte den als Geschenkkarton weiter verschenken wollte. Das zeige ich euch jetzt, wie ich das ausgepackt habe, und danach schauen wir uns dann genau an, was in dieser Box hier jetzt endlich drin ist. So, da haben wir das Paket und ja, wir haben kein Datum drauf, sonst könnte ich euch jetzt zeigen, dass es seit letztem Jahr hier liegt, also jetzt ein Jahr alt ist. Und das öffnen wir jetzt mal zusammen. Das. Hier ist es. Wow, es ist wirklich drin. Total zugestaubt. Nach einem Jahr. Kleines Paket. Ja. Und noch original eingeschweißt. Wow. So, jetzt ist es soweit. Hier haben wir das gute Stück, den The A500 Mini. Und den packen wir jetzt gemeinsam aus. So, zuallererst schauen wir uns mal das Paket an hier. Da haben wir das Ding. Und ich sehe hier schon die Tankmaus. Und ich sehe hier ein Gamepad. Ab 12 Jahren das Ganze. 500 Amiga-Spiele sind dabei. Ja, ganz wichtig auch hier. Dieser Hinweis, dass der Netzstecker nicht vorhanden ist, da ist wieder gespart worden. Okay, ich hoffe nicht an der falschen Stelle. HDMI, nochmal Achtung. Okay, hier haben wir nochmal den Content drin, was drin ist. Der Mini, 2-Button-USB-Maus, 8-Button-USB-Gamepad, ein USB-C-Powerkabel und ein HDMI-Kabel. Naja, wenigstens etwas. Und auf der Rückseite, sonst haben wir nicht so viel hier drauf stehen, haben wir 25 klassische Amiga-Spiele sind dabei. Da sind sie abgebildet und WHD-Load, das gucken wir uns auch an. Load your own WHD-Load packaged games via USB. Also per USB kann man seine eigenen WHD-Load-Spiele laden. So, und jetzt brauchen wir zum Öffnen erstmal hier einen Cutter. Ich bin sowas von gespannt. Und gleich, wenn man das Paket öffnet, dann kommt einem hier der Amiga 500, so wie man ihn kennt, allerdings in Miniaturform entgegen. Mit einer kleinen Abdeckung gegen Staub, also die hebe ich auf jeden Fall auch auf. So, und da haben wir das Ding. Die kleine in der Hand, wiegt nur ein paar Gramm. Die Tastatur ist natürlich nicht echt. Hier oben haben wir zwei LEDs, die werden wahrscheinlich funktionieren. Power und Drive, das finde ich cool. Hier der Diskettenschacht, natürlich auch fake. Und hier ist nichts. Hinten haben wir dann dreimal einen USB-Anschluss, HDMI. Und wir haben hier den USB-Anschluss für den Power, also Power-Connector und einen Ein- und Ausschalter. Unten drunter dann, ja, auch nicht viel zu sehen. Ja. Schön, okay, das stelle ich erstmal beiseite. Dann, was haben wir noch im Kasten drin hier? Wir haben hier den Quick Guide. Okay, Quick Guide besagt, dass wir hier eine Kurzanleitung haben und im Internet, wahrscheinlich bei Retro Games auf der Seite, kann man sich dann das vollumfängliche PDF runterladen, so wie das beim The C64 auch ist. Gott, okay, ja, da ist alles drin beschrieben. Schauen wir gleich drauf. Was haben wir noch? Hier ist jetzt schön verpackt unten drunter. Nochmal zwei Kartons. Einmal, man sieht schon die Maus. Ja, das ist alles sehr hochwertig eingepackt. Macht richtig Spaß, das zu öffnen. So, da haben wir einmal das HDMI-Kabel für den Anschluss an den Fernseher. Und wir haben hier die Tank-Maus, natürlich per USB. Ganz modern, ja, mit Mikroschalter. Ich hoffe, ihr hört das schon. Ah ja, toll, okay. Und natürlich optisch, also nicht mit Ball. So, legen wir das auch noch beiseite. Und hier haben wir dann noch, ihr seht es schon, das Gamepad. Auch schön bedruckt. Kleiner Karton. Der geht an der Seite auf. So, und auch hier sind wieder zwei Kabel drin. Wir haben hier einmal das Stromkabel. USB. Poweradapter, wie gesagt, fehlt. Und hier haben wir das Gamepad.
So, auch USB-Anschluss und ja, liegt gut in der Hand, fühlt sich gut an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Tasten. Okay, sieht auch schön aus. Damit haben wir das Ganze so ein bisschen mal ausgepackt. Da haben wir nochmal den kompletten Inhalt des Kartons auf einen Blick. Der Mini, wir haben das USB-Kabel, wir haben den HDMI, das HDMI-Kabel, wir haben die Tank-Maus, wir haben den Game-Controller und wir haben die Anleitung zum Aufbau. So, und jetzt bin ich total gespannt und wir schließen das Ganze mal an. So, da haben wir das gute Stück. Dann haben wir hier die Maus. So, hier habe ich noch einen USB-Stecker. HDMI. Die Maus. Und das Gamepad. Zack. Jetzt kommt noch das HDMI-Kabel hinten in den Monitor. Ja, und jetzt ist es soweit, das Gerät ist hier aufgebaut auf dem Tisch. Alles ist angeschlossen, die Maus, das Gamepad und ich drücke jetzt den Einschalter. Wir schalten um auf den Bildschirm und gucken, was passiert und machen zusammen die Ersteinrichtung. Ah, da kommt schon mal ein Tusch. Und eine coole Animation, toll. Und da sind wir im Menü. Das erinnert mich stark an das Konfigurationsmenü vom The C64. So, da wollen wir jetzt mal gucken, wie können wir das Ganze steuern. Die Maus habe ich angeschlossen. Habe ich einen Mauszeiger? Nein, habe ich nicht. Dann nehme ich mal das Gamepad in die Hand und gehe, ah ja, okay, upsala, mit den Tasten hoch, runter. Ja, auch die Sounds, die kennen wir vom Mini übrigens. Den Mini habe ich jetzt schon mehrmals genannt. Den habe ich hier auch stehen. Habe ich einfach mal rausgepackt, um zu gucken, wie groß denn der Größenunterschied sind, ist. Das blende ich euch vielleicht gleich nochmal ein, wenn ich dran denke. Macht sich aber nicht viel. Das sind beides ganz kleine Kisten. Und ja, die Leute, die sich technisch ein bisschen auskennen, da ist ja nur ein ganz kleiner Bruchteil, eine kleine Platine drin mit ganz wenig Hardware. Und der Rest ist dann halt Gehäuse. So sind die beiden Dinger nebeneinander. Und wenn ich die hier so draufstelle, da kann man, glaube ich, erkennen, ja, ungefähr gleich. Gut, aber zurück, ich nehme das Gamepad in die Hand und wir wählen erstmal die Sprache aus. Da wählen wir mal Deutsch. Da unten ist es übrigens angegeben, wie man das Ganze steuert. Hier haben wir das Gamepad mit dem roten Knopf da unten für Wählen, also Auswählen. Und B ist dann weiter auf die nächste Seite, also der blaue Knopf hier. Und mit dem Steuerkreuz links und rechts, da steuere ich dann hier die Auswahl. Gut, okay, wir machen mal weiter. So, jetzt müssen wir aktivieren, was wir denn für eine Wiederholfrequenz haben an unserem Bildschirm. Und da wir uns hier in Deutschland befinden, wähle ich die typischen 50 Hertz. Ah, jetzt kann man mit dem grünen Knopf sogar einen Test machen mit X. Das machen wir. Ich drücke da mal drauf. Mal sehen, was passiert. Okay, wir drücken Y, also die gelbe Taste, um das zu akzeptieren. Ha! Da hören wir eine schöne Musik. Und wir sind im Hauptmenü, also wir mussten gar nicht so viel einstellen, außer Sprache und die Wiederholfrequenz. Und ich sitze natürlich hier komplett im Bild, also ich müsste mich mal so ein bisschen zur Seite bewegen, um zu gucken, ob da noch was steht. A ist also Spiel starten. Okay, man kann sortieren, X als Favorit hinzufügen. Das lese ich jetzt gerade unten, das sind die Tasten hier mit Ampelfarben, grün, orange oder gelb und rot. So, Menü haben wir auch hier in der Mitte auf dem Gamepad. Da komme ich ins Menü rein, da fangen wir, glaube ich, mal mit an. Hoch ist Hilfe, runter gespeicherte Spiele und wahrscheinlich links und rechts, ja, bewege ich mich hier durch das Karussell. Ja, so hieß das ja auch auf dem The C64. Gut, und bevor ich mir die Spiele anschaue, gehen wir erstmal ins Menü. Da haben wir die Anzeigeoptionen. Gehen wir mal rein.
Fixierte Größe, mittlerer Zoom, Bildschirm anpassen habe ich jetzt gewählt. Das lassen wir auch stehen, das ist halt vorausgewählt. Man kann hier, wenn man drauf steht, diesen Zeileneffekt einstellen, also dass man die Rasterzeilen sieht, so wie damals auf einem Monitor, oder aber die Bildglättung einstellen. Wir lassen das einfach mal so gehen, zurück, schließen, B. Ich gucke immer auf das Gamepad, ich muss mich da selber so ein bisschen orientieren, denn ich bin ein Kind des Joysticks. So, dann Systemoptionen, auch da gehen wir mal rein. Da haben wir die Mausempfindlichkeit, die können wir einstellen, Musiklautstärke, das finde ich super, Strom-LED, Mimik-Amiga-Verhalten, wechselt die LED von immer an auf normales Amiga-Verhalten. Aha, okay. Ja, lassen wir auch alles mal so. Wir wollen uns ja einfach nur die Menüs anschauen. Die Sprache, gut, da brauchen wir, glaube ich, nicht viel zu sagen. Die haben uns eben auf Deutsch ausgewählt. Auch da wieder zurück. Und erweiterte Optionen, jetzt bin ich gespannt. Die Fernseheinstellungen, ja, da gehe ich jetzt auch mal rein. Das wird wahrscheinlich die Herzgeschichte sein. Genau, da gehen wir wieder zurück. Ah, was war da? Da gehen wir nochmal rein kurz. Da unten, Bildränder verwenden. Aktivieren Sie die Option, wenn Ihr Fernsehgerät ein volles 720p-Bild ohne Abschneidung anzeigt. Also das müsst ihr ausprobieren. 50, 60 Hertz, auch diese ganzen Einstellungen wie die Mausempfindlichkeit. Da müsst ihr sehen, oder die Bildeinstellung, die wir eben hatten. Ist das gezogen oder gestaucht oder optimiert? Probiert aus, was euch am besten gefällt, wo ihr am besten seht und was auf euren Fernseher oder euren Monitor, ganz nachdem, wo ihr dieses Gerät hier ausprobiert, passt. So, auch da gehen wir zurück. Da gibt es Systeminformationen, okay, das ist so ganz wichtig. Also, gebaut. Hier haben wir jetzt die Version und zwar, das ist ziemlich wichtig, hier handelt es sich um die Firmware Version 1.0.0. Manhattan heißt die Version, also Versionsnummern gibt es einmal und intern in der Softwareentwicklung benutzt man dann meistens noch irgendwelche Codenamen für die einzelnen Versionen, aber das soll uns hier gar nicht interessieren. Wichtig ist die Version 1.0.0, da sage ich gleich noch was zu, denn so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Es gibt schon mittlerweile eine neue Firmware und zwar die Version 1.1.1 und die müssen wir uns aus dem Internet saugen und installieren hier. Machen wir jetzt aber auch nicht für den ersten Überblick, also ganz wichtig hier immer gucken. So, dann haben wir die Rechtshinweise, gut, das interessiert mich nicht ganz, schauen wir mal rein. Können wir mit Bild hoch, runter, können wir uns so ein paar Copyright-Geschichten durchlesen, mal in Ruhe, in der stillen Stunde und ich gehe runter auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Nein, das wollen wir nicht. So, und das Ganze können wir dann schließen, erweiterte Optionen und dann hier Gerät herunterfahren, wenn wir es ausschalten wollen. Auch das wollen wir nicht. Jetzt gehen wir mal zurück. Also, wir haben uns alle Optionen angesehen. So viel gibt es gar nicht einzustellen. Und hier im Quick Guide, den hatte ich euch ja eben beim Unboxing schon gezeigt, da steht auch gar nicht so viel drin. Das sind nur irgendwie so 3-4 Seiten, wo ganz kurz nicht nur der Anschluss, sondern auch die Ersteinrichtung genannt wird. Aber ja, dann für Details, da braucht man das richtige Handbuch. Und das richtige Handbuch, das liegt beim Kauf leider nicht dabei, sondern das muss man sich auch wieder aus dem Internet als PDF ziehen. Auch da sage ich dann gleich nochmal was dazu. Wir gehen mal mit B, schließen raus und schauen uns die 25 Spiele an. Also wir haben immer schön das Cover des Spiels unten. Wir haben oben links den Namen des jeweiligen Spiels mit einer kurzen Beschreibung. Wir können das Ganze auch, da wir sehen, mit dem Ding spielen hier mit dem Gamepad, ein Einspielerspiel ist das, da gibt es eine Sternewertung, da können wir wahrscheinlich unsere eigene Wertung vergeben. Auf Diskette befindet sich das, die 4 Spielstände werden da angezeigt, da haben wir noch keine abgespeichert. Wenn ich nach unten gehe, dann komme ich bei diesem Spiel jetzt in die gespeicherten Spielstände, also mit dem Pfeil nach unten Taste habe ich das jetzt ausgelöst, das steht da ja auch da in dem Hilfe. Aber auch da könnte ich jetzt suchen, ist ja schön gemacht, ne? Mit dem im Hintergrund, dem Design vom Amiga, also das Gehäuse und davor die 3,5 Zoll Disketten. Auch da, B, gehen wir mal raus. Gucken wir mal Alien Breed, das ist jetzt natürlich alles alphabetisch sortiert. Gehen wir mal so durch, ganz schnell. Battle Chess ist ein ganz bekanntes Spiel, habe ich damals auch gespielt. Also Schach mit toller Animation. California Games, wow, richtig cool, das spiele ich ja auf dem Mini, ich muss den nochmal ins Bild halten hier, dem C64 Mini im Urlaub, den haben wir immer dabei und abends
nach dem Abendessen, dann spielen wir zur Entspannung noch. Ich mit den Söhnen meistens oder mit dem Sohn, mit dem Jüngeren von beiden. Grüße gehen raus, wenn du das siehst hier. Dann spielen wir noch eine Runde California Games. So, da ist er meistens besser als ich, beziehungsweise hält schon über die Hälfte der Rekorde. Die andere Hälfte hat natürlich ich. Und ja, müssen wir unbedingt mal auf dem Amiga ausprobieren. Auch richtig toll. Da habe ich das Spiel nämlich auch noch gar nicht gesehen. Chaos Engine. Okay, gehen wir weiter. Hier noch eine Flugsimulation. Also da ist, ihr seht, ein Fußballspiel. Kick-Off 2. Da ist für jeden Geschmack was dabei. Ne? Über ein Schachspiel haben wir jetzt schon gesehen. Sportspiel. Flugspiel. Und so weiter und so fort. Hier ein Kriegsspiel. Lost Patrol. Also zumindest sieht es so aus. Paradroid, ah, das kenne ich, cool, Paradroid 90. Paintball Dreams, wer kennt es nicht? Habe ich übrigens schon mal hier auf dem C64, also im Rahmen der C64-Spielzeit vorgestellt. Und zwar das Paintball Dreams Preview. Das hat ja damals, ein Fanprojekt ist das gewesen, nie vollendet worden, leider. Also die Entwicklung wurde eingestellt, das zu portieren auf den Commodore 64 mit seinen begrenzten Leistungen. Ja. Toll, das müssen wir auch unbedingt uns mal anschauen. Das wäre übrigens was, was wir jetzt gleich mal gucken könnten als Spiel. Hier auch noch hier so ein Jump and Run, Quark, auch nicht schlecht, das kenne ich auch. Sentinel, klar, das kenne ich vom 64. Sentinel, Grüße gehen raus, wenn du das siehst. Auch ein Xena von Access. Ja, und Simon the Sorcerer, das habe ich mir auf dem PC gekauft, die ersten Teile, habe die gesuchtet dort, richtig tolle Spiele, das auf dem Amiga zu spielen, wow, ich glaube, das wäre auch mal eine Spielzeit wert, ne, geil, und Speedball 2, Stunt Car Racer, also Autospiele sind auch dabei, so, Titus the Fox, auch einen Jump'n'Run Platformer, so, Worms, wer kennt es nicht, Director's Cut. Und da sind wir schon bei Z, das war das letzte Spiel, Zool, auch ein Plattformer. Ja, und ich gehe mal zurück und jetzt schauen wir uns mal ein Spiel an. Wir haben gesehen, also wie gesagt, für jeden Geschmack was dabei. Und ich würde sagen, wir probieren mal eine Runde, wo hatte ich es gesehen? Pinball Dreams aus, so, auswählen, spielen, ah. Und man kann es als Favorit hinzufügen, ich sage jetzt mal X. Ah, seht ihr das? Da ändern sich jetzt die Sterne. Okay, da kann ich jetzt die Sterne vergeben. Ob ich das gut finde, schlecht oder mittel. Ach gut, sagen wir jetzt erstmal 3 Sterne. Also ich weiß, dass es ein richtig geiles Spiel ist. Okay, sagen wir 4 Sterne. Und jetzt gehen wir nach A und starten das Spiel. Ich bin voll gespannt. Ja, da haben wir die 4 Tische, die wir spielen können. Vom Ignition, Steel Wheel, Beatbox und Nightmare. Und wir spielen jetzt Nightmare. Da muss ich mal schauen, wie konnte man die Tische auswählen? Ich glaube, in der Anleitung steht das mit den Tasten hier auf dem Gamepad. Und ich wähle jetzt einfach mal die rote. Ah, ich glaube, das ist, ich bin gespannt. Ignition, der erste, natürlich. A. Ja, natürlich. Dann gibt's B, C und D, klar. Da geht's los. Super tolle Musik. Super geiler Tisch. Also, ich habe jetzt gerade natürlich den Vergleich im Kopf vom C64, von der Preview. So, und auch da würde ich sagen, jetzt, ich drücke mal Feuer. Oh, wo ist die Kugel? Hier, ich sitze so ein bisschen im Weg. Ah. Wie kriege ich es runter? Ah, loslassen. Zack, da geht's los. Ah, ich höre schon hier die einzelnen, ja, Ecken. Ja, genau, hier mit den beiden Tasten. Cool. Also das kann man wirklich richtig cool spielen mit dem Gamepad. Liegt auch sich richtig gut in der Hand. Nicht zu groß, nicht zu klein, obwohl, naja gut, okay. Also es könnte für meine dicken Hände noch ein bisschen größer sein. Also ihr seht, das geht hier einmal in die Handfläche rein, aber trotzdem, ja, klein und schnuckelig. So, ja Gott, einen Ball spielen wir noch, einen Ball spielen wir noch. Ich gehe mal so ein bisschen zur Seite, damit ihr das seht. Ich habe voll durchgezogen, die Feder. Ja, so ein... Bei Pinball Dreams muss ich auch immer an den Retro-Lutzer denken, der ja regelmäßig Pinball-Spiele auf seinem Kanal vorgestellt hat, für verschiedene Systeme übrigens. Und ein richtiger Pinball-Fan ist, also...
wenn du es hier siehst. Hallo, hallo. So, okay, ein Ball, komm, den letzten, den machen wir jetzt auch noch. Feder, zack. Also, ich strenge mich jetzt nicht super an, weil sonst würde ich nachher hier 5 Minuten spielen und euch langweilen. Da lassen wir den Ball mal durchfallen und gucken mal, ob es ein Game Over gibt. War das ein Game Over? Oder haben wir noch einen Ball da oben? Was heißt das alles? Gut, ich müsste mich jetzt mit dem Spiel beschäftigen. Ich würde sagen, das reicht ja auch, ja? Also, ich gehe mal zurück. Mal sehen, wie ich das Spiel abbrechen kann. Ach so, klar, auf mit der Menütaste. Oh, nee, das ist die virtuelle Tastatur hier. Okay, hier könnte ich also jetzt noch was auf der Tastatur eingeben, ne? Aber auch das wollen wir nicht. Menü weg. Die Home-Taste. Das ist die richtige. So, da sind wir wieder im Menü. Pinball Dreams. Und ich könnte da jetzt auch sofort weiterspielen. Also im Hintergrund hat er jetzt wahrscheinlich noch mein angefangenes Spiel. Hat er das auch gespeichert automatisch? Nein, das muss ich per Hand machen, ne? Nein, hat er nicht. So, aber das soll uns gar nicht interessieren. Und wenn ich jetzt links und rechts, jetzt hat er sich gemerkt, dass ich Pinball spiele da oben. Und wenn ich auf Play drücke, dann kann ich wahrscheinlich nahtlos weiterspielen. Möchte ich jetzt aber gar nicht. So, also, wie gesagt, ich lasse das hier laufen und erzähle euch noch ein bisschen was. Und zwar, was, ja, sind die nächsten Schritte, nachdem ich euch jetzt einen Überblick gegeben habe über dieses Gerät hier auf dem Kanal, wie geht's weiter? Also, einmal hatte ich eben schon erwähnt, es gibt eine neue Firmware, und zwar das Update auf die Version 1.1.1. Das möchte ich euch unbedingt zeigen. Auch kann man an dieses Gerät den The Joystick anschließen. Zufälligerweise habe ich den hier stehen, einen von den beiden, nämlich die schwarze Version. Ich habe auch noch die rote Version für den The C64 und den kann man hier anschließen und das wollen wir auf jeden Fall ausprobieren. Außerdem kann man weitere USB-Joysticks anschließen, also Fremd-Hardware natürlich, allen voran den Speedlink, den Kuka USB Competition Pro, den habe ich ja auch in meiner Sammlung und benutze den am Emulator bzw. am PC, wenn ich da mal was spiele und ausprobiere. Und den Hyperkin Trooper 2, das ist ja auch ein moderner, neuer Joystick mit USB, auch den kann man hier anschließen und kann den zum Spielen verwenden. Auch das probieren wir bestimmt mal in einer Folge aus. Dann hatte ich gesagt, man kann hinten, ein weiterer USB-Slot ist frei, man kann USB-Sticks anschließen. Und das wollen wir natürlich machen und wollen mal schauen, was man alles damit machen kann. Das ist ja nicht nur damit getan, dass man den Stick reinsteckt, sondern und dann da irgendein Spiel draufklickt und fertig, sondern man kann da Sachen mitmachen. Das war ja auch beim C64 Mini so und bei Maxi natürlich auch. Die behandle ich jetzt immer, wenn ich davon spreche, selbstredend gleichwertig und meine natürlich immer beide Systeme. Auch da habe ich euch mal ein Video zu gemacht und für den Amiga machen wir uns das natürlich auch die Mühe und gucken mal, was man alle machen kann. Dann habe ich gelesen auf der Seite von Retro Games, dass man ein WHD-Load-Programm installieren kann zusätzlich hier auf dem Mini, da hat man dann noch mehr Games und Spiele bzw. Programme. WHD-Load, das ist ja ein Zusatzprogramm, was mehr Kompatibilität für die Amiga-Software bietet, aufgrund von unterschiedlichen Hardware-Spezifikationen der verschiedenen Systeme. Also sprich, wie das damals war. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, es gab ja nicht nur den Amiga 500, sondern es gab ja auch den 1200 und weitere Systeme. Und ich bin gespannt, welche Systeme ihr damals hattet. Schreibt mir das mal in die Kommentare, mit welchem System ihr gespielt habt. Ob ihr auch den 500 hattet oder den 1200 oder den, wie heißen denn die anderen Systeme? Ich bin da nicht so firm drin. Den 2000er oder den 1000er oder wie auch immer. Also würde mich freuen, das von euch zu lesen. Also man hat durch das WHD-Load, um das kurz zu machen, mehr Programme, also Games zum Beispiel oder Demos. Außerdem gibt es einen Bonus-USB-Games-Pack auf der Seite von RetroBiz. Auch das schauen wir uns an. Da sind nämlich auch Spiele, zusätzliche, weitere Spiele drin, mit denen wir unseren Amiga 500 Mini füttern können. Ja, und jetzt habe ich euch aber genug zugetextet und das Ganze hier gezeigt, wie man das anschließt und die ersten Gehversuche auf dem Gerät unternommen. Mein Fazit, da kommen wir jetzt zu meiner Bewertung und ich möchte starten mit den positiven Dingen. Also kommen wir zum Preis oder starten wir mit dem Preis. Dieses Teil hier unverbindlich kostete mal 129
Euro 99, also etwa 130 Euro. Und ich habe das im letzten Jahr verfolgt. Es ist bis auf 85 Euro runtergefallen. Das waren dann Angebote oder Schnäppchen. Allerdings, sonst hält sich das Gerät stabil bei 109 bis weiterhin 130 Euro bei den Versendern. Also auch im Laden steht das noch für 130. Wenn ihr das mal seht und das ist im Angebot, ja, holt euch das Ding. Ich glaube, da macht ihr nichts falsch. So viel kann ich schon mal mein Fazit vorwegnehmen. Inhalt hatten wir ja gesehen, neben Rechner und Kurzanleitung, Maus und Gamepad. Die Maus, die habe ich ja natürlich auch angeschlossen, die haben wir jetzt noch gar nicht probiert. Wir haben hier immer mit dem Gamepad rumgemacht. Für einen ersten Überblick und die Steuerung dieses Rechners hat das natürlich auch gereicht. Kabel und eine Abdeckung waren dabei, hatte ich euch gezeigt beim Unboxing. Und negativ aufgefallen ist mir, aber dazu komme ich ja gleich, dass kein Ladegerät dabei war. Das hätte man auch spendieren können, die Dinger kosten nur einen Fünfer. Aber gut, das hätte das Gerät in der Produktion auf jeden Fall auch teurer gemacht und auch im Laden. Und irgendwann ist dann die Schwelle erreicht, wo die Leute sagen, ja nee, also 130 ist so gerade an der Schmerzgrenze, aber 135 oder 139, nee, das nicht mehr. Außerdem kein umfassendes Handbuch dabei. Es liegt nur diese Kurzanleitung, die ich euch gezeigt hatte, dabei in mehreren Sprachen. Aber die braucht man eigentlich auch nicht, wer so sich so ein bisschen mit Technik auskennt. Oder aber hier zum Beispiel den Mini oder Maxi den oder was auch immer schon hatte. Der hat den C64, habe ich jetzt natürlich gerade in die Kamera gehalten. Wer nur hört, C64, Mini oder Maxi, der weiß natürlich, wie das Ding zusammengesteckt und eingerichtet wird. Und jetzt kommen wir, so mache ich das ja immer bei Hardware-Vorstellungen, zu meinen 6G. Also anstehend meine 6G-Bewertung, G wie Gehäuse, Gewicht, Gefühl, Geruch oder auch Geschmack. Naja, wenn wir ein bisschen mit dem Auge zwinkern, Geräusch und Games. Also fangen wir mit dem Gehäuse an. Das Aussehen ist richtig cool und edel. Beim Gewicht, es ist sehr leicht. Also klar, das sind auch nur ein paar Gramm und es fühlt sich aber wertig an, ja, das wertig, das sage ich jetzt wahrscheinlich noch so ein paar Mal. Und auch die Maus und auch das Gamepad fühlen sich richtig gut an, liegen gut in der Hand. Also zum Original, beim Gamepad hätte ich ja schon gesagt, das könnte ruhig eine Nummer größer sein, aber ja, okay, es geht. Und zur Maus, da die Original-Tank-Maus, das ist ja im Nachempfunden hier der Original-Amiga-Tank-Maus, die ist noch ein bisschen größer. Ich habe die jetzt hier nicht in Reichweite, sonst würde ich euch die mal nebeneinander legen, aber darum geht es gar nicht. Wichtig ist hier etwas kleiner, schnuckliger, liegt aber trotzdem gut in der Hand, finde ich. Und ich habe das bei mir auch. Ich habe verschiedene Mäuse hier und ich habe unter anderem von Apple, wer meinen Kanal länger verfolgt, weiß, dass ich alles schneide und abdrehe und beruflich und privat Apple benutze. Ich habe hier die Apple Maus. Ganz systemfremd, hat gar nichts hier mit dem Amiga zu tun, aber ich wollte sagen, die ist auch ziemlich flach und klein und viele sagen, nee, also nee. Und aber man gewöhnt sich ja auch so ein bisschen da dran und das Ding ist klein und schnucklig und genau, jetzt kommen wir wieder zur Amiga Maus. So, die Amiga Maus, klein, schnucklig, also gefällt mir gut, liegt gut in der Hand, also Haptik gut, vom Gefühl her weht, sehr, sehr, sehr wertig, edel verpackt, fühlt sich alles super gut an. Ja, kommen wir zum Geruch und Geschmack. Ja, das ist also, wie gesagt, mit einem zwinkernden Auge zu verstehen. Ich rieche ja immer an den Dingern, also an dem Mini habe ich schon gerochen und auch besonders, als ich es ausgepackt habe, es ist kein stinkendes Gummi oder Plastik. Es riecht echt neutral, sofort nach dem Auspacken schon. Also da kommt einem keine Plastik-Geruchsblase entgegen. Oder Wolke. Das hat mir wirklich gut gefallen. Da hat man bestimmt drauf geachtet, dass das nicht billig rüberkommt. Und ja, Games oder na, Geräusche. Machen wir erst die Geräusche. Sehr leise alles, also das Gamepad, wenn ich da jetzt klicke. Also ich halte das mal hier vor Mikro, das hört man fast gar nicht. Auch die Maus, die hat Mikroschalter verbaut. Also ihr hört es vielleicht. Eine optische Maus übrigens, kein Ball, da kann also nichts verschmutzen. Sehr toll. Gefällt mir richtig gut. Und Games, 25 Stück. Ach gut, da hätte man ruhig ein paar mehr drauflegen können. Ne? Beim C64 Mini, da waren ja auch 64 Spiele drauf. Das hat natürlich auch was mit Lizenzkosten zu tun. Da sind wir wieder bei Kosten. Also nicht nur für Hardware, sondern auch für Software. Das kostet alles Geld. Und das hätte das Gerät dann noch teurer gemacht. Und ich denke, eben schon gesagt, die Schmerzgrenze ist bei vielen schon bei 130 Euro. Unverbindliche Preisempfehlung überschritten. Wenn die jetzt gesagt hätten, wir lassen das
das Ding 159, 149, 169 Euro, was weiß ich, 179 machen und dafür sind dann irgendwie 100 Spiele drauf oder so, dann hätten das, glaube ich, durchaus weniger gekauft oder wirklich nur ganz harte Fans oder die alten Leute von damals, die im Retro-Fieber schwelgen und sagen, ach, ich hatte damals auch einen Amiga, muss ich unbedingt haben, egal was es kostet. Und die dann halt kein Originalgerät kaufen wollen, weil ihnen das noch teurer ist, zu teuer vielleicht sogar oder vor allen Dingen auch zu groß auf dem Schreibtisch mit großem Röhrenmonitor und dem ganzen Drumherum, was man da alle für braucht. Aber gut, okay. Ja, was mir negativ. So, und da kommen wir nämlich zu den negativen Sachen. Ich war gerade schon angefangen bei den Games. Also ich möchte nicht meckern. 25 ist ja ein guter Anfang. Ne? Und man kann ja auch eigene Games, wenn man denn welche hat, benutzen. Ja, negativ. Also da komme ich zum Joystick, Handbuch und zur Firmware. Gut, okay. Was meine ich damit? Es lag kein Netzteil dabei, habe ich schon erwähnt. Und es gab auch keinen Joystick dabei. Also ich halte ihn nochmal rein hier beim C64, da war der Joystick dabei und auch beim Amiga hat damals keiner mit einem Gamepad gespielt, sondern mit einem Joystick. Also, ja gut, okay. Aber wie gesagt, dafür lag ein Gamepad dabei. Wenigstens ein Wermutstropfen. Ja, und was mir fehlt, ist das vollumfängliche Handbuch. Sowas hätte ich gerne in der Hand gehabt, drin geblättert. Aber klar, man kann sowas natürlich aktueller halten, wenn man das Ganze ins Internet auf der Seite legt, auf die Seite legt. Also Retro Games hat es auf ihrer Seite liegen als PDF. Das kann man da runterladen. Da gucken wir in meiner anderen Folge der Amiga Spielzeit rein, was da dann so drin steht. Vorteil ja ist natürlich auch, man kann es aktualisieren, so wie das auf dem C64 Mini der Fall war, da ist dann das Handbuch irgendwann mal angepasst worden an die aktuelle Firmware. Da gab es da dann auch Feature-Erweiterungen. Leider ist das bei dem Handbuch für den Mini hier, also für den Amiga, nicht gemacht worden, bisher nicht gemacht worden, sondern wir haben immer noch das Handbuch für die Version 1.00, also bisher kein Update. Ach ja, wenn man zusätzliche Anmerkungen für die Version 1.1.1, also die neue Firmware, haben will, dann muss man einen Link auf der Webseite bemühen und sich das da durchlesen. Ja, ganz ehrlich, das reicht auch, ja. Aber ich hätte es schöner gefunden, man hätte sich die Mühe gemacht, was aber wieder mit Zeit und Geld verbunden wäre, denn irgendeiner muss das machen und der möchte natürlich auch was dafür haben. Das Problem hatten wir ja dann schon beim C64 Mini. Dafür haben Retro Games aber, also jetzt weg von den negativen Dingen, das ist ja auch nur so ein ganz leichter negativer Beigeschmack, beziehungsweise Sachen, die mir nicht ganz so gut gefallen, die haben, Retro Games hat für dieses Jahr als Wermutstropfen für 2023 also ein dickes Ding angekündigt und da wird viel spekuliert in der Szene, also in der Retro-Szene. Also viele wünschen sich ja auch einen The A500 Maxi mit richtiger Tastatur in groß, so wie das damals beim C64 Mini war. Da kam ja dann auch irgendwann der Maxi in voller Größe. Ich weiß ja nicht, ob das kommen wird. Was ist denn eure Meinung? Auch das würde mich mal interessieren. Andere denken aber auch und spekulieren auf einen weiteren Emulator in der Reihe nach C64, nach VC20 und Amiga 500. Zum Beispiel den nächsten Heimcomputer, der umgesetzt wird. Natürlich wie immer hier als Mini, als Emulator. Zum Beispiel den The ZX Spectrum zum Beispiel. Ja, ich bin gespannt. Was glaubt ihr denn, was da als nächstes kommt? Würde mich mal interessieren. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Abschließend möchte ich noch sagen, was sagen denn die Fans in den Foren? Da bin ich ja auch überall vertreten. Also ich habe bei Retro Games in der Facebook-Gruppe geguckt. Ich habe natürlich da auf der Seite mal geschaut. Ich habe im Forum 64 geschaut. Auch da gibt es einen Thread dazu. Und natürlich auch diverse Amiga-Foren oder andere. Auch das Lemon 64, da wird ja auch viel diskutiert. Aber der große Hype, der ist ausgeblieben. Also man hört relativ wenig. Das mag aber auch vielleicht an meiner C64-Bubble, in der ich gefangen bin, liegen können. Ja, viele hätten sich und wünschen sich noch immer ein Maxi-Modell mit funktionierender Tastatur. Das kann man immer wieder lesen, gerade ja auch schon gesagt. Und das Gerät ist noch in ausreichender Stückzahl vorhanden. Das konnte ich ja recherchieren. Das ist also bei allen Versendern und auch in den Kaufhäusern. Ich war jetzt noch die Tage hier im örtlichen Saturn. Das ist da zuhauf vorrätig. Also Stückzahl ist da, kann überall gekauft werden. Und ja, leider ist der Preis nicht runtergegangen, wie das zum Beispiel beim C64 Mini nach einigen
Zeit war. Irgendwann konnte man das Ding ja dann irgendwann für 50, 40, 35, keine Ahnung, Euro neu im Laden kaufen, weil die das weghaben wollten. Also bisher scheint es noch keinen Abverkauf für dieses Gerät zu geben. Wahrscheinlich hat Retro Games das auch in höherer Stückzahl produzieren lassen. Ja, kommen wir zu meinem Wiederholungsfaktor. Also Daumen hoch, ich sag mal ganz vorsichtig, beide, was ich hier im ersten Eindruck gesehen habe, also die von der Haptik her, vom Aussehen, von dem ganzen Menüführung und so, also das Gerät sieht echt interessant aus und hat mich ein wenig in seinen Bann gezogen, also ob es jetzt sein Geld wert ist, das werde ich in den nächsten Wochen ausgiebig testen, für mich allein hier im stillen Kämmerchen. Und bei Interesse zeige ich euch natürlich weitere Videos für dieses Gerät. Das hatte ich ja vorhin eben schon angekündigt. Sicher wird dabei dann noch das ein oder andere Spiel dabei sein und auf meinem Kanal gezeigt werden. Das hattet ihr euch ja immer wieder gewünscht, die Amiga 500 Spielzeit. Da kommt bestimmt was. Ja, seid also gespannt, was da noch kommt. Ja, und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal zurück hier. Gebt mir doch gerne einen Daumen hoch. Wir spielen mal das Pinball weiter. Und zwar, wenn euch das Video gefallen hat mit all den Informationen hier, ich würde mich freuen über einen Kommentar. Was habt ihr mit dem C64, na, wo muss ich hin? Achso, hier runterziehen, klar. Mit dem C64, was habt ihr mit dem Amiga so gemacht hier, den Mini? Habt ihr ihn überhaupt? Wollt ihr euch ihn anschaffen oder habt ihr ihn vielleicht sogar, weil ihr enttäuscht wart, nach kurzer Zeit schon wieder verkauft? Also all das würde mich interessieren. Schreibt es mir in die Kommentare und ihr wisst ja, jeder kriegt von mir eine Antwort. Das ist versprochen und ich freue mich über euer Feedback. Ja, ein kostenloses Abo wäre noch nicht hart für meinen Kanal. Da freue ich mich drüber. Die Community wächst und wächst und wir werden immer mehr und tauschen uns immer mehr aus. Finde ich richtig toll. Und ja, wer da noch die Glocke anhat, wie die ganz Verrückten unter euch, ihr wisst, wie ich es meine, der verpasst dann garantiert keine Spielzeit mehr. Und ja, damit würde ich sagen, tschüss, macht's gut und ja, bis zur nächsten C64 oder aber auch Amiga 500 Spielzeit. Euer Andira, bleibt gesund. Und jetzt stellen wir einen Rekord auf hier. Ja.